So, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder mit Trevor unterwegs. Wir gucken mal hier nach dem Chinesen. Der soll hier drin sein. Und trinkt vielleicht ein bisschen Pisswasser. Warum ist das? Trevor. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. He's one. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay. But any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. You all speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Chong is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了，你有空就加的来分杯的我，这真是我人生中最美好的一刻。What the fuck is wrong with him? 就是这个，来来来来来。 I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. This is us. So, wir bringen mal den Chinesen hier zum Meth-Labor. Wir wollen Geschäfte mit ihm machen. Beziehungsweise mit dem Papi von ihm. Aber der Typ ist voll high. Rufen mal den Koch an. Chef, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Nice, super. Jetzt kommen die anderen Typen, weil wir den Typ vom Wohnwagen erledigt haben. This crank for his own personal consumption. No, no. Mr. Chang Senior is very specific. He wants a good, reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. Shit, Trevor, we ain't got long. Whoa, manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! No. Super. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! So, die schlauern mal kurzzeitig weg. If I knew we were having visitors! So. Und so bald so weit hier. So, da kommen die Typen. Oh. I think it's time for the Aztecas to die out. Ziemlich viele Gegner hier. Gerade noch ein bisschen eingekauft. Now I really am gonna put you out of business. We ain't got all of them yet. So, da unten sind noch ein paar. Der zum Beispiel und dahinter ist auch noch einer in einem Auto. Da kommen noch mehr. So, ich lad mal nach. So, da ist immer noch einer. Ich bin nicht erledigt. Verdammt. Haben das Spiel ein bisschen schwerer gemacht eigentlich? War das nicht ein bisschen einfacher seither im Schießen? Komm hoch. So, dann gucken wir mal, wo geht's denn hier runter? Trevor, I'm in trouble! Damn it! Okay, hier ist unser Treffer. Oh, ich glaube, die haben den Treffer erschossen.
Oh ja, haben sie. They ran the gates. We gotta deal with them. My bad. Sorry. Trevor, look out on the left. They're getting in. Hinten hochgekommen, der Sack. Das Bomben haben wir glaube ich noch nicht. Komm, weil wir bestellt haben bei unserem Kumpel. So. Wo ist der Rest? Komm von hinten. Wir gehen mal hier aufs Dach. Holy shit, wie viele da kommen. So, ja, die machen wir ja einen nach dem anderen kurz platt. Kein Problem. So, der Spanier da hinten lebt noch. Azteken. Zack. Oh. Das ist ja freundlich. So, der hat eine Verzögerungsbindung. Yeah. Danke auch. Scheiß. Falscher Tipp. Boom. Oh, der hüpft weg. Bringt ihm aber nicht viel. Wir haben keine Granaten mehr. Okidoki. Wir folgen mal dem Chefkoch. Ist noch Ammo. Get down. They're coming through the door. Genau, wir haben ja eine Spezialfähigkeit noch. Oh, das blöde Glas hier. Eigentlich kann man auch irgendwie aus der Deckung rausschießen, ohne zu offenbaren. Komm her, da. Ist das ein Gegner? Nein, nicht. So, wir holen mal unsere Kumpels hier raus. Warum sind wir die ganze Zeit da drin geblieben? Ja, die Chinesen haben ja schon mal genug von uns. Wir haben neue Kontakte. Trevor Phillips Industries. Ja, unsere Firma. Diese. Moment, wir erweitern mal kurz. Wir haben nur Silber. Warum? Verluste? 31 von 32. What? Ja. Klappt irgendwie nie so ganz mit dem Gold. Weiß ich nicht. Bin ich einfach zu schlecht dafür. So. Da sind wir ja noch nicht lange drin in der Folge. Deswegen können wir hier noch ein bisschen weitermachen. Da gehen wir doch vielleicht mal zu. Moment. Zu T hier. Zu Trevor. So, markieren wir mal kurz. Hinten haben wir auch noch ein Fragezeichen. Wir gehen mal weiter zu Trevor. Trevor! Steht seine Karre, die hat glücklicherweise nichts abgekriegt. So. Jo, wir können auch uns einen anderen wechseln. Ich glaube, da sehen wir auch die Aufträge an der Zahl da unten. Oder ist das irgendein Level oder sowas? Weiß ich nicht. Michael Friendly. Jetzt habe ich nicht gelesen, aber ihr könnt das ja lesen. So, das sind wir auch gleich schon. Guck mal, lösch irgendwas. Hey! Hey, you! Buddy! Can you do us a massive favor? It's the little lady's birthday and we are really fucked up. Can you drive us back to our motel? Our car's like right there. Try to do the right thing here, man. Ja, wieso nicht? Dann fahren wir doch mal irgendwo hin. Das ist ihr Auto. You two are a hot mess. I love it. You're a legend, bro. Get in the back. Out of your way. Baby, don't breathe whiskey on the nice man. So where can I take you two blacked out, young lovelies? We staying at the Hotel Southwest from here. Thank you so much. Wieder bist du auf den Leute unterwegs? You have like the
best tits in the whole world. If I didn't have to work for a living, I would just play with them all day. Oh, you so bad. Oh, that tickles, Abby. Yeah, you like that? Just wait till we get back to the motel. I'm gonna get medieval on those puppies. Yeah. Die fummeln schon mal hinten rum im Auto. You know what that does to me? Shift that sweet little ass over here. Let the wolf see the rabbit. You smell like cigarette and buffalo wings. It's making me so horny. Come on, give me a slice of that giblet pie. Oh man. Diese Anspielungen hier, diese Metaphern. Oh nee, oder? Nee, die treiben es gerade hinten im Auto, wer es sehen kann. Vielleicht sieht man es dann so gut auf YouTube. Aber die besorgt ihm gerade, so wie es aussieht. Hey, what are you crazy kids doing back there? I tell you what, while you're sweeping the front porch, why don't I work on her back plumbing? Huh? What did you say? How about I suck those kidney stones right out of your balls, big guy? Get this party really started. Wow, okay, man. It's cool. Stop. You're wrecking our car, bro. Entschuldigung. So, jetzt können wir weitermachen, Leute. Thank you. You're like the best. We've got a little unfinished business to attend to. Oh man. Smells like fishmongers in there. Mhm, natürlich. Schöner Fischgeruch. Supi. Kann ich das Auto gleich wieder nehmen, aber. Wir wollen ja den netten Leuten ihr Auto lassen. So, wir schlagen mal die Scheibe ein. Ganz profimäßig. Und schließen es kurz. Und dann gehen wir da zu Trevor. Trevor. Da haben wir noch ein nettes Wohnmobil. Walter White hat wohl ein neues gefunden. So, dann folgen wir einfach mal der lila Spur. Geht hier ab. Okay, hier verkauft jemand. Fahren da so coole Buggies rum. Da sind die Autos natürlich ein bisschen schrottiger wie bei Michael vorm Haus. Hier gibt es keine tollen Sportwagen, weil man eine Abkürzung nehmen kann. Na, verpasst, egal, fahren wir hier weiter. Immer schön auf der falschen Straßenseite. Wir sind ja in England. Jojo, die doofen Engländer. Beziehungsweise die ganze halbe Welt fährt da links. Indien, glaube ich. Australien. Neuseeland vielleicht. Da gibt es noch viele Länder. Bangladesch wahrscheinlich alles, was mal eine britische Kolonie war. Afrika wahrscheinlich ein paar Länder und ja, ich weiß, in Amerika nirgends, glaube ich, aber in Asien, in Europa dürfte es nur England sein. Ja, Afrika, Asien wahrscheinlich. Sonst wüsste ich nichts. Jemand hat freundlicherweise mein Auto hierher gestellt. Es geht ab. Was ist los? What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny K. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch, wife, two kids, 45. Find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wayne. Now smile. Yeah, right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? Cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh?
the fucking cheek of it. Ja, ich glaube, Trevor mehr oder weniger egal. Go to Sandy Shores Airfield, check it out. Steig auf Squad, mach mal gerne. Yay! Ich war eigentlich gerade schon bei Ammunition vor der Folge, aber egal. I'll come in your ear when I get a hold of you. Oh, what are you buying at the gun shop? I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high power scope. Ja. Okay, das haben wir noch nicht. Ein Scharfschützengewehr. Ich will mal ein bisschen American Sniper. Melvin, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries, Ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. That sniper on your wall looks like it'll do the job. She'll do nicely. You got a scope and a suppressor for this? Get that look off your face. I know you sold Cletus his gun, and he ain't got three brain cells. Einen Farbturm brauchen wir eigentlich nicht, aber ist es gerade zum Sonst oder nee, schon nicht. So ein bisschen Muni, fertig, wieder aufs Quad. Kugelsichere Weste brauchen wir nicht, haben wir noch ein bisschen. Yo. Ich glaube, Trevor ist mehr oder weniger egal, ob seine alte Bude da sein Wohnwagen verwischen wird. Macht ja keinen Unterschied zu vorher, so wie es da vorher ausgesehen hat. So. Begib dich zu Ron. Ron, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor. But you gotta look out, because there's bikers all over this airstrip. Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. We are? Yes, we are. I'm up here. I don't see the hardware. But I do see a hell of a lot of bikers. Hardware's not here yet. I'm coming up. So, dann gehen wir mal mit Ron hier hoch. Wir gehen noch ein bisschen weiter hoch, dann haben wir bessere Sicht. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Enough waiting. This is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now, relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Over by the road. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Well, get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Okay. So, wir geben hier mal ein bisschen Schutz. So, da haben wir einen rumstehen. Hier oben ist keiner, so wie es aussieht. They got a guard at the bottom of those steps, under the control tower. Okay, die Lampe sollten wir eigentlich auch ausschalten. Shoot you in the behind. Hurry up, will ya? You hear that? I can hear an engine. They'll see that body. Maybe if you shoot those lights on the tower, it won't be so obvious. There's one. Yep. And there's the other. Lights off. Good. Now don't smoke the guy in the van until he stops and gets out. So, es war ja gerade mein Plan, die Lichter auszuschießen, weil der Typ lag voll im Licht. Okay, eigentlich soll der uns sehen. Er ist direkt an dem vorbeigefahren. Er hat ihn noch angelöscht. Ups! Ja, das machen wir besser nochmal. Da habe ich kurz nicht abgewartet. Ich hätte erst warten sollen, was er sagt. Er hat nämlich gesagt, warte mit dem Schießen. Ich dachte, er sagt, schieß ihn. Erschieß ihn. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Can you see me? You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Don't shoot.
Get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Okidoki. So, gleiches Prozedere wie eben. I saw a guy by the tower. I shot him. Now keep moving. Hurry it up, Ronnie. Finde ich cool, dass sie da die Dialoge sogar ändern. So, beeil dich mal, Ronnie. Shit. So, ja, das habe ich eben überlesen. Verzeihung. So. Warten wir eben. Also stellt der Typ auf die Hupe. Sind die anderen alle alarmiert? So, wir haben auch ein Hochleistungsmikrofon im Mikro. Im Telefonrohr. So, was macht der Typ? Telefoniert er? Oh. Yes. Shot, Trev. Another guy is coming out of the tower. Must be looking for the one you shot. So long, sailor. Get your sights back on me, Trev. I'm scared. You're in my crosshairs again. There's no one left to kill, so get over to that gas tank and plant the bomb. I can't. There's someone coming out of that building. I can hear him at that far door. Uh-oh. Ich will ihn nicht erschießen, dann explodiert der Gastank hinter dem. Someone's coming out the far door, man. There's another guy coming out of the building. Good kill, Trevor. So, wir können auch nachladen, wenn wir reingezoomt sind. Finde ich sehr gut. I'm fixing it. Don't let him sneak up on me, okay? Okay. Always hated that chopper. Just fucking drive, you're bikers. Whoopsie. Hilf Ron. So, wir helfen Ron, den Flugplatz zu sichern. Langer Scheiß. Oh. Das hat nicht so ganz funktioniert mit dem Bremsen. Entschuldigung, wir holen uns mal unser Sturmgewehr raus. So, ich will nicht unbedingt in dem Ding hier stehen bleiben. Oder? Oh oh. Ich will nicht unbedingt neben dem Ding stehen bleiben, eigentlich. Das Ding explodiert, bin ich voll am Arsch. Ah, der Typ ist über mir, ich treffe den Sonne. Bumm. Headshot ins Knie. Schon mal einer. Oh, der Flugzeug kommt. Oder? To the best of us. Now start that plane. Which one of you tracked my model? So, wir geben dich zum Flugzeug. Avec plaisir. Was wird? Load up with crates, Trevor. Just like you said. Rest of the guns must be on the plane down the end of the runway. Get me to that. Das wird was. Zum Glück muss ich nicht fliegen, weil das habe ich noch überhaupt nicht geübt. Let's go, Ronald! Oh, sorry. So.
Okay. Oder ich verliere aber schnell. Oh, da ist schon einer vor uns. Da ist ein Flugzeug im Weg. Oh, oh. Los! Gib Gas, Alter. Ich bin ja weg. Na super. Watch out for the bikers, they're all over you. I told my contact to meet us just off the coast. Hey, there's a biker on your way, Trevor. I am aware of this. Well, you gotta get him off. Do a roll or something. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. He ain't letting go, is he? Okay, so. Muss mit dem Numlock die Bumsnummer am Pad muss ich decken. Fahrwerk einfahren. There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Or? Our other neighbors, those in the south, our Mexican brethren. I'd assume you got all kinds of connections in Canada. Why would you make an assumption like that? It's obvious. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Because of where you used to operate. Weren't you pulling scores in North Yankton and running cargo over the border? Oh. Yeah. Yeah, sure I was. So. Ja, ganz gut jetzt mit dem Fliegen gerade. Fliege jetzt zum ersten Mal. Zum Glück war da eine Beschreibung links. Das fand ich überhaupt nicht wirklich. Okay, ich wusste das mit dem Nummernblock, dass ich damit irgendwie fliege, aber wie genau, hätte ich jetzt nicht gewusst. Fliege einfach mal Ron hinterher. Ich kann auffliegen, wie gesagt. That's him. Let's do it. Trevor war mal bei der Air Force. Also fliegen kann er. Wir haben auch, wir können besser fliegen als Franklin und. Oh. Okay, das wäre vielleicht besser, sonst wären wir abgeschossen. Nicht so niedrig wie möglich, ich versuch's. Oh, ist ziemlich unstabil das Auto. Flugzeug. Okay, wie werfe ich ab? So. Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. So, okay, liefere dir mit Ron ein Rennen. Ein Flugplatz, da links ist übrigens eine Militärbasis. You wouldn't really do that to me, would you? Beat me and you'll see. I ain't a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's fast or slow. Then get better at it, or fly through a barn. Will the barn slow me down? Yeah, it might do. Or it might kill you instead. I'm just gonna fly normal, and I'll rely on you getting there quicker. You're braver than I thought. Keep low over the swamp, boss. So the what? Mexico? Mexico, yeah. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, T. Okay, Ron braucht ein bisschen Geld wegen der Scheidung. Oder rechts ist auch ein Flugzeug. Aber schnell Ron. Ron ist hinter uns. Drücke R. Fokussieren. Okay, ich glaube, wir müssen gleich wieder unser Fahrwerk ausfahren. Was ist da vorne die Landebahn? Ja, ist. So, wir probieren es mal.
Okay, wir stellen das Flugzeug in den Hangar. Schaffen wir auch noch. Yeah. Puh. Erste Flugstunde mit Bravour gemeistert. That was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might. Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations. Unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate. Or masturbate. Or both. Ist ja beides. Das Gleiche. Meditieren, masturbieren. Kannst jetzt verschiedene Immobilien in San Andreas kaufen. Zum Beispiel diesen Flugplatz hier. Die verkaufsstehenden Geschäftsmobilien sind markiert. Gekaufte Geschäftsmobilien werden in Farbe des Besitzers angezeigt. Andere Immobilien wie Garage für Autos können erworben und benutzt werden, eine riesige Anzahl Fahrzeuge zu speichern. Yay! Gekaufte Geschäftsimmobilien zahlen dir wöchentliches Einkommen. Viele Unternehmen erfordern, dass du Verwaltungsmissionen absolvierst, um den Mieter mal. Okay, manche Immobilien können nur von bestimmten Charakteren gekauft werden. Smoke on the water. Natürlich. Wenn du diesen Hangar kaufst, kannst du Schmugglermission für Oscar erledigen. So, dann können wir noch mehr Waffen abwerfen für das Kartell im Süden. Wir haben ein bisschen Geld bekommen. Ich guck mal, wie viel der Laden hier kostet. Ja, nervös hier ran. Wir haben wieder nur Silber. Nervöses Zucken. 6 Brücken, ein Flieger. Aber wir hätten alle Brücken unter allen Brücken durchfliegen sollen. Na, supi dupi. Das Fahrzeug Empora wurde beschlagnahmt. Natürlich ganz schön nicht beschlagnahmt. McKinsey Feldhanger, Kaufpreis 150. Können wir uns leisten? Haben wir wirklich? Ne, 161.000, okay. Einnahmen pro Straßenlieferung, 7.000 pro Luftfrachtlieferung. Kauf einfach mal den Laden hier. So. Hey, D! Hey, what's up, man? How you doing? Yeah, Oscar, what's up? Oh, I'm keeping it tranquilo, bro. You know, I mean, demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds, they're not supplying the arms to the Mexican criminals, so someone's gotta step it. Oh, yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Yeah, well, that's our freedom's gift to the world, right? You American? Man, I didn't even know. Anyway, shit, it's gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. You make a couple drops, you come back here. You know, they say that the American industry is suffering, but you and I, we got a good export story. Ah, okay. Ah, I'll be on the radio, man. That's great. Puh, okay, wir haben den Hangar gekauft. Du hast den McKinsey Feldhangar gekauft. Dieses Unternehmen sammelt Waffen und transportiert sie von und nach San Andreas. Du hältst 5.000 Euro für jede Straßenlieferung und 7.000 Euro für die Frachtlieferung. Haben wir eben schon gelesen. Einen Bonus gibt es auch noch. Nutze das Flugzeug oder den Buggy. Das ist ein Militärbuggy. Immobilie gekauft. Hey Trevor, Oscars Bezahlung für die Waffen sollte schon eingegangen sein. Und es sieht so aus, als sei der Flugplatz... Der Lost jetzt leer, du hast sie weggeboostet. Ich denke, dass. Moment, da holen wir kurz unser Handy raus und lesen das weiter. Dass sie weggeboostet, ich denke, das macht ihn offiziell zum Eigentum von Trevor Phillips Enterprises. Fahr rüber und sieh es dir an. Jo, machen wir auch noch. Trevor kann jetzt Schmuggelmissionen am Boden oder in der Luft übernehmen. Das wissen wir ja schon. So, gucken wir mal hier noch kurz in die E-Mails rein. Nee, Gelände. Okay, das sind Geländerennen. Ammunition. Manche E-Mails enthalten Hyperlinks. Aber können wir ja gucken. Big Bad Ron. Hey Trevor, ich habe gerade diese Leute vom Altruisten-Kult getroffen. Stimmt. Sie haben ein Lager irgendwo oben in den Bergen und wollen dir Bares geben, wenn du ihnen verirrte Seelen bringst, die gerettet werden müssen. Klingt nach leicht verdientem Geld. Angeblich wollen sie nur zum Abendessen
Sie wollen sie nur zum Abendessen da behalten. Ja, zum Abendessen, um diese Leute zu Abend zu essen. Hi T, ich bin's Brad aus dem Knast. Trevor, ich hoffe, dir geht es gut. Es ist eine Weile her, dass ich dir geschrieben habe. Die Wachen sagen, dass ich vielleicht bald Besuch empfangen darf, wenn ich mich benehme. Ich hoffe, du hältst dich aus Schwierigkeiten raus. Entweder das oder du musst dich stellen. Der Knast ist gar nicht so übel. Ich glaube sogar, du würdest ihn lieben. Mir fehlt Mikey, aber der ist jetzt an einem besseren Ort. Ich habe keinen Freund. Danke. Doch, ich habe keinen Freund. Danke der Nachfrage. Diese ganzen Knastgeschichten stimmen gar nicht. Das klappt nur, wenn man es will. Ja, was soll ich noch sagen? Genau, wir können den Altruistenkult besuchen. Als Trevor. Und mit den anderen beiden Charakteren können wir einen anderen Kult besuchen. What the fuck, wie fliegt denn der? Stürzt er gleich ab? Komm mal 10 km/h drauf. Turbolader und Fahrgestell jetzt auf Lager. Okay, damit sage ich auch schon adieu und tschüss und ciao mit V und whatever. Denn für diese Folge verabschiede ich mich. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hinterlasst einen Kommentar. Okay, Ammunition meldet sich schon wieder. Hinterlasst einen Kommentar oder einen Daumen, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder in der nächsten Episode. Ciao.